Hm? Nur für Weiße. Du wirst um deinen Tod betteln, Kleiner. Du bist mit? Hm? Ich stopp ihm das Mal. Macht es ihm, Leute. Okay, ich sehe. Ernsthaftes Geschäft. Bobby Weir lässt nicht jeden Pisser mit rein. Ist das klar? Ein erstklassiger Wichser. So. Kann er mich feuern, aber wenn man die Abgabenordnung genauso ändert, wie die Bundesregierung das tut, gibt es eben solche Probleme. Mein Paps hat's hingekriegt, dass ich nicht nach Vietnam muss. Hat ein paar Stricken gezogen. Küstenwache. Abseits, wenn ich kandidiere, sieht das gut aus. Wie läuft's, Partner? Wir uns mal gehört? Vielleicht. Im Namen von Mr. Moreau danken Mr. McConnell und die Southern Union Ihnen für Ihr Erscheinen am heutigen Abend. Mr. Moreau bat mich, Sie daran zu erinnern, dass wir nur Bargeld annehmen und das für einen geringen... Ich wiederhole, dies ist ein prächtiges Exemplar. Keine sichtbaren Wunden oder Narben. Persönlich begutachtet von Mr. Moreaus Ärzten. Bitte, lass mich einfach gehen. Der Kleine ist jetzt genau da drüben! Warte mal, wer diese Scheiße zu Ende bringt. Das ist aber bestimmt nicht legal. Wo sind die anderen? Chester hat die Nigger irgendwo in Frisco. Also mach es kurz, du schwarzes Arschloch! Na, Ratte kannst du nicht trauen. Ich bin hier. Sag, was losgehen soll. Der Wichser geht auf uns los. Schnappt ihn euch. Jetzt gibt es Fleischsalat, ihr Penner. Darauf warte ich schon den ganzen Tag.
Einer unserer... Bild ich mir das nur ein? Gleich geht's dir an den Tag. Danke dir. Schon wieder reden? Land, ziehen unsere... Wir glauben, Gott hatte einen Grund, die Rassen zu trennen. Hast du schon mal eine Knarre gesehen, Baby? Christen diese Willst du meine sehen? Respektieren müssen. Jeder dazu ein, von ihrem angestammten Platz in der Gesellschaft aus mit uns zu arbeiten und wir Ruf arbeiten mit ihnen. Er wurde angestellt. Ja, wir uns eine Ich habe eine Kugel eingefangen. Ich gehe in Deckung. Weg hier! Du bist tot und du merkst es nicht. Habt ihr Arschlöcher mich vergessen? Grill den Fetzen! Heiliges Kanonenrohr! Ist das eine Granate? Was geht da vor? Raus hier! Wo zum Teufel rennen die hin? Bitte machen Sie meine Kinder nicht zu Waisen. Raus hier! Oh Gott, lass mich nicht so verrecken. Alle weg hier, schnell! Alle weg hier, schnell! Lauft, weg hier! Ich kann nicht sterben. Es darf einfach nicht sein.
eben weg, du Ratte. Jungs, hier rüber. Aus dem Schussding hier. Ich bin in Frisco. Von klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Willst du was anzeigen? Was hast du brauchen? Ganz wahr, Chef. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Die ist abgeschlossen. Du weißt, wie du mich finden kannst. Sie haben alles. Zerstört, was Morrow. Morrow und seine Spinner aufgebaut haben. Gut. Sie finden Chester Moreau im Supermarkt. Woher wissen Sie das? War eine Ahnung. Hab eine Wohnung im French Ward überwacht, die im Namen seines Jüngsten gemietet ist. Da hat der Drecksack sich versteckt. Hat sich mit ein paar Kumpels wieder nach Frisco reingeschlichen. Er weiß, wenn Olivia ihn nicht kriegt, dann sie. Alles gut? Scheiße, nein. Die armen Leute. Ich hab einen alten Freund im Ministerium, der ihnen helfen wird. Aber Moreau und Remy Duval, die werden sich vor Gericht verantworten müssen für das, was sie getan haben. Für alles. Werden Sie. Mein Wort drauf. Verdammt, als ich herausgefunden habe, was die machen. Oh, stoppen Sie Moreau. Ich bin in Frisco Fierce und ich brauche was Neues zum Fahren. Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Ich hab hier einen Wagen für dich. Das ist eine große Hilfe.
Hab gehört, Mr. Moreau zahlt demjenigen, der den Wichser abknallt, $500 Belohnung. Der Nigger wäre dämlich, wenn er... Da ist er! Lauf, wir doch! Lauf! Problem. So stirbst du! Ich verpiss mich! Der Penner! Ich greife ihn mir als Erster. Man weiß nie, was kommt. Da! Unser Blut wurde vergossen. Ich sitze fest. Hab einen entdeckt, Jung. Hab einen entdeckt. Ich hab einen Gast. Verdammte Krankenhaus. Was immer ihr wollt, ich tue, was immer ihr wollt, nur bringt mich nicht um. Ich will nur, dass du verreckst. Bitte, lass mich nicht so sterben. Wir haben das Bel Air in Frisco Fields dicht gemacht. Damit das klar ist, mit Menschenhandel ist jetzt Schluss. Wir finden einen anderen Weg, da Kohle zu machen. Schön, dass du meinen Weckruf gehört hast, Bruder. Ich hoffe, du bleibst auf dem guten Weg, auf den du uns gebracht hast. Remy Duval kam aus einer der wohlhabendsten und angesehensten Familien in ganz Louisiana. Er investierte überall, Immobilien, Erdöl. Durch sein hohes Ansehen erhielt er sogar sein eigenes Radioprogramm. In seiner Sendung sprach er über den allgemeinen Verfall der guten Sitten und die seiner Meinung nach offensichtliche Überlegenheit der Lebensart in den Südstaaten. Seine Familie lebt schon seit Jahrhunderten hier. Sein Tod war ein Schock für die Menschen. Noch schockierender war allerdings die Entdeckung, dass eine Verbindung zwischen ihm und der Southern Union bestand. Eine Gruppe wohlhabender Rassisten, die ihre Stellung nutzten, um gegen Schwarze zu agitieren. Remy Duval wurde gekreuzigt und lebend verbrannt. Wie können Sie so ein Benehmen rechtfertigen? Remy stammte aus einer Dynastie von Südstaaten-Wichsern. War immer sofort bei der Hand mit seiner Scheiße von wegen Unterdrückung des Südens und so ein Dreck. Und noch was über Remy. 1956 war er an der Ermordung von 4 Bürgerrechtlern beteiligt, von denen einer sogar enthauptet wurde. Den Kopf hat man nie gefunden, er hat nur seine gerechte Strafe bekommen.